Was ist die wichtigste Lektion über Geld, die man so früh wie möglich lernen sollte? Diese Frage beantwortet uns heute Dr. Nikolaus Braun. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Dr. Nikolaus Braun bei mir zu Gast. Nikolaus ist Seniorpartner einer Vermögensverwaltung und Mitgründer der 49 Honorarberatung. Nikolaus hilft insbesondere sehr vermögenden Menschen, Millionären, ihr Geld und ihr Portfolio zu verwalten und also ihr Vermögensmanagement zu betreiben. Also insofern hat Nikolaus immer sehr viel Kontakt mit einer sehr anspruchsvollen Klientel, aber auch mit sehr, sehr spannenden Menschen. Und Nikolaus bringt nicht nur einen ganzheitlichen Beratungsansatz mit, sondern er blickt auch aus einer sehr spannenden Perspektive auf das Thema Geld, nämlich aus so einer psychologischen bzw. philosophischen Dimension. Und genau mit diesem Ansatz werden wir heute uns dem Thema Geld nähern. Wir besprechen, was die wichtigste Frage ist, die Nikolaus jedem einzelnen seiner Kunden stellt. Und übrigens habe ich diese Frage dann später auch Nikolaus gestellt. Ja? Dann besprechen wir, was die wichtigste Lektion zum Thema Geld ist, die man so früh wie möglich verinnerlichen sollte. Wir streifen diese ganzen toxischen Dimensionen, die das Thema Geld hat, und sprechen auch über die toxischen Charakteristika der Finanzindustrie. Also das bedeutet, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr vielfältiges, buntes Programm vor der Brust. Und ich habe ein kleines Goodie für euch. Das Buch über Geld nachdenken ist jetzt nämlich in der zweiten Auflage erschienen von Nikolaus Braun. Und ich habe zwei Exemplare von ihm zur Verfügung gestellt bekommen. Die werde ich verlosen. Und zwar könnt ihr teilnehmen mit dem Hashtag 49. Den Hashtag 49 in die Kommentare von diesem Video. Teilnehmen könnt ihr bis zum Sonntagabend, den 21.04. um 23.59 Uhr. Ich werde die Gewinner auslosen und dann also auch benachrichtigen in der Kommentarspalte und dann den Gewinnern auch zwei Exemplare bzw. jeweils ein Exemplar zur Verfügung stellen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, also beteiligt euch rege. Ich wünsche euch viel Glück und jetzt rein ins Gespräch mit Dr. Nikolaus Braun. Hallo Niki, schön, dass du nochmal da bist. Ja, schön, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, herzlich gerne. Ich gebe dir jetzt 5 Stichworte. Wir machen am Anfang so eine kleine Oder-Challenge, okay? Okay. Erstes Stichwort, Mieteinnahmen oder Dividenden? Dividenden und Kursgewinne bitte auch noch dazu. Ja, okay. Neobroker oder Filialbank? Neobroker, aber das Geschäftsmodell torpedieren und einfach nur die günstigen Konditionen mitnehmen, nicht rumzocken. Okay, gehen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf ein. DAX oder MSCI World? MSCI World. Machen das auch deine Kunden so? Da wird es ein bisschen komplizierter, aber für den Hausgebrauch MSCI World unter den Strand gehen und alles vergessen. Okay, Gold oder Bitcoin? Eher Gold. Eher Gold, aber schon Wackelkandidat? Muss man nicht haben, aber tut den Nerven gut, nicht zu viel. Vielleicht 2-3% vom Vermögen. Okay, und jetzt kommt's. Cannabis-ETF oder Wasserstoffaktie? Wenn überhaupt, dann eher Cannabis physisch, wobei ich empfehle dann eher ein gutes Glas Rotwein. Okay. Ich habe zuletzt eine Kolumne im Spiegel geschrieben über Cannabis-Investments. Und ich denke, auch dieser Hype wird sich früher oder später in Rauch auflösen und irgendwann ist Gras über die Sache gewachsen und lieber kein Nischeninvestment. Das hatte auch so eine ganz gute Überschrift. Ne? Sind Sie bekifft oder so hieß das, ne? Ja. Ja, es hat uns viel Spaß gemacht. Da hat auch so ziemlich jeder aus dem Team noch eine Idee gehabt für noch einen Kur Karlauer. Und ich habe auch in meiner näheren Verwandtschaft mit Leuten, die sich mit der Materie besser auskennen, nochmal versucht zu recherchieren, dass der Jargon stimmt. Okay. Also beruht also nicht auf meine Expertise, weil wie gesagt, da bei mir eher ein Augustiner oder einen guten Rotwein. Ja, okay, einigen wir uns auf den guten Rotwein. Aber kommen wir mal auf ein ernsteres Thema zu sprechen, nämlich die Finanzindustrie. Und da habe ich neulich einen sehr interessanten Podcast gehört, da hast du mit dem Daniel Kort, also Finanzrocker, gesprochen. Und da hast du gesagt, ja, die Finanzindustrie, die hat durchaus toxische Züge. Warum? Sag mal, gut, gerade in Deutschland, was ja da auch im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich weit hinterherhinkt, ist Finanzberatung bis heute eigentlich im Wesentlichen Produktverkauf. Das heißt, ich habe einen Verkäufer, der sich zwar Berater nennt, und der wird nicht von mir bezahlt, dafür, dass er meine Interessen verkauft, sondern von den Produkthersteller, dass er das Produkt verkauft. Und dann wird er natürlich das Produkt empfehlen, was ihm A, sein Chef vorgibt oder das die höchste Provision bringt. Und das kleine Einmaleins des Kapitalismus ist einfach, dass der Zahlungsstrom und der
Gleichklang der Interessen sozusagen, dass es parallel läuft, ne? Also wer zahlt, schafft an, sagt man in Bayern. Okay. Sag mal, Thema Provisionsverbot. Also es gibt ja aktuell zumindest noch so eine sogenannte Retail Investment Strategy von der EU, wo im Wesentlichen auch drinsteht, dass finanzielle Selbstentscheider sozusagen, also wenn ich jetzt einen ETF-Sparplan abschließe bei meinem Neo-Broker und da gibt es ja sozusagen dieses Geschäft hintenrum, dass der ETF-Spar, also der ETF-Anbieter den Sparplan sozusagen bezuschusst, sodass der Neo-Broker den im Frontend kostenfrei anbieten kann. Und da steht in dieser Strategie sinngemäß drin, das sollte eigentlich nicht erlaubt sein. Das ist ein Payment for Order Flow, oder? Ist es dieses Nee, Modell oder ein? das ist das Payment for Order Flow, ist das mit den Genau. Börsenplätzen. Genau, aber ähnliches Prinzip, genau, dass das hintenrum sozusagen bezuschusst wird von Dritten und im Frontend können die Neo-Broker das Geschäft kostenfrei anbieten. Würdest du sagen, das ist eigentlich eine gute Sache oder nicht? Naja, im Prinzip muss man nicht katholischer sein als der Papst. Das Problem ist natürlich dahinter, dass das gedacht ist, natürlich um Leute auf diesen Neobroker anzufüttern. Und das Geschäftsmodell des Neobrokers ist nicht, dass Leute langfristig sinnvoll in ETFs oder andere Produkte investieren, also Buy and Hold, nennen wir es die Gerd-Komma-Strategie oder das, was wir machen, sondern dass die eben rumtraden. Also die lebt davon, dass das gamifiziert wird. Und ich glaube ja, Trade Republic hat doch diesen Slogan, heißt es nicht irgendwie Tap, Tap, Trade Das war einmal. oder so Das haben sie ähnlich, abgeschafft, ja. abgeschafft. Aber letztlich ist, wird das Ganze gamifiziert und ich sehe das ja da manchmal irgendwo, manchmal kriege ich so Chats weitergeleitet von den Freunden meiner Kinder, die so um die 20 sind, wo dann gerade mir eine erzählt, nennen wir ihn Franz, weil er nicht so heißt, ja, weißt du, das ist so ähnlich wie Tipico. Okay. Und bin auf sowieso mit 10er Hebel. Und, also darf, und davon leben die natürlich das. Und insofern ist das das Anfüttern. Aber an sich jetzt einen subventionierten ETF-Sparplan, warum soll man den nicht mitnehmen? Ja. Okay, also du hast da schon einen kritischen Blick drauf. Also einerseits die Gamification, Gamifizierung sozusagen der Börse und andererseits aber auch, hey, die tun eigentlich auch was Gutes für den langfristigen Vermögensaufbau, weil sie so Leute dafür begeistern oder interessieren, dass sie sich zumindest mal mit ETFs auseinandersetzen. Ich würde es trennen. Also das Geschäftsmodell des Neobrokers liegt einfach an der Gamifizierung und an der möglichst schnellen Umschlaggeschwindigkeit. Und das ist letztlich ausdiskutiert, finanzwissenschaftlich. Je höher die Trading-Aktivität, umso desaströser die Ergebnisse. Also das Geschäftsmodell ist erstmal fies. Dass man sozusagen deren Geschäftsmodell auch gegen die Neo-Broker nutzen kann und sagt, ich nehme einfach die billigen Order-Fees, ich kaufe mir meinen ETF und lege mich an den Strand und dann warte ich, bis die mich irgendwann rausschmeißen. Weil das passiert dann irgendwann. Also diese Häuser schmeißen dich früher oder später raus, wenn du nicht genügend bewegst. Also das muss man nur einmal, kann man einmal Ja, googeln, ne? okay. Wie beurteilst du denn dann so Finfluencer? Ich würde mich jetzt auch mal als Finfluencer mit hinzuzählen. Also, weil ich habe so das Gefühl, dass meine Spezies sozusagen auch so in so einem Spannungsfeld steht. Und das wird ja auch gerade so ein bisschen diskutiert. Haben wir eher einen positiven Einfluss auf die Börsenkultur oder steht da eigentlich nur im Hintergrund sozusagen das eigene monetäre Interesse? Also was hast du für einen Blick auf unsere Gattung? Also ich muss sagen, ich habe an sich einen ziemlich positiven Blick auf Finfluencer, weil wenn ich mir die klassische Filialbank anschaue, die einfach Produkte verkauft, oder die klassische, nennen wir es mal, Financial Porn Industry, also Börse Online, Focus Money, all dieser Quatsch, der da geschrieben wird, der da gemacht wird, um Auflage zu produzieren, Ja. da kann ich irgendwie beim besten Willen ganz schwer irgendwas Positives finden. Und in der Finfluencer-Szene, da habe ich das ganze Spektrum. Da habe ich wirklich hochgradig fiese Geschichten, ja, bis hin so fünfte Kolonne des Rechtsextremismus, wo ich sage, oh, die Hyperinflation kommt und du musst in Gold und warum haben Krall und na, Dirk Müller diese extreme Nähe auch da zum rechten Rand AfD plus X, ja, warum war Max Otte, der immer beleidigt ist, wenn man ihn Verschwörungstheoretiker nennt, aber er schreibt Bücher, die heißen Welches Systemcrash? Warum war der Kandidat für die Bundespräsidentschaft der AfD und dann ja auch Kopf der Werteunion? Also da gibt es irgendwie fiese Sachen, vor allem die auch für einfach fiese Sachen mit deinem Geld machen.
Ne? Also die leben da ihr Weltbild aus, verdienen dabei selber super und vernichten ja Geld. Wir haben uns ja schon mal über diese ganzen Weltverschwörungstheoretiker und Crash-Propheten unterhalten. Und dann gibt es so dieses klassische Entertainment-Bereich. Ach, ich habe heute eine Tesla gekauft und morgen eine Apple und übergestern ein Video. Und man redet am besten über die Dinge, die gut gelaufen sind natürlich. Ja, und vielleicht nicht über die Wirecard, auch wenn man die in den Worten von Dirk Müller bis in die letzte Fußnote analysiert hat. Man hat aber auch ganz großartigen Content da. Und ich finde schon, dass die Finfluencer-Szene in der Summe sehr viel zur Demokratisierung von Finanz-Know-how beigetragen hat. Ja? Und da gibt es, finde ich, ganz großartige Formate. Sowas wie Finanzfluss zum Beispiel, um mal jemand eine Konkurrenz zu nennen. Alles gut. Auch das, was ihr macht hier. Aber darf ich mal ganz Ja? kurz einhaken, Ja. zu dem, was ich mache? Weil bei mir heißt es oftmals auch in den Kommentaren, meine Überschriften wären beispielsweise auch viel zu reißerisch. Und da sage ich dann immer, gut, da ist schon was dran. Die haben schon Temperatur. Die sind schon irgendwie auch sehr boulevardesk. Leute, die es dann halt weniger gut mit mir meinen, meinen dann auch, ja, jetzt bist du aber voll zur Bild-Zeitung sozusagen. Und ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Aber auf dem, das Ding ist, auf YouTube, wenn ich halt eben eine lahme Überschrift nehme, sozusagen, dann wird das halt auch nicht angeklickt. Also ich stehe mal in diesem Spannungsfeld, ja, nach außen muss ich ziemlich Boulevard machen. Aber eigentlich das, was ich versuche zu liefern, ist dann ja doch irgendwie, also in meinen Augen zumindest seriös und fundiert. Und genau, also das ist so mein Ansinn. Also an der Stelle wäre ich mal tiefenentspannt, weil so funktioniert das Netz einfach. Das läuft über Aufmerksamkeitsökonomie. Und wenn ich, solange ich da nicht sozusagen was komplett anderes vorspiegel als das, was ich nachher mache, oder wenn ich nicht meinen Content so mies hinkriege, dabei jetzt den Leuten noch viel besser gefällt und ich immer weiter polarisiere und emotionalisiere und immer noch mal lauter, dann wird es schwierig. Aber mit der Überschrift, also ich schreibe jetzt seit einem Jahr diese Kolumnen auf Spiegel online. Machst du da die Headline? Jede einzelne Headline hat die Redaktion verändert. Ja? Jedes Mal wurde die Aufmerksamkeit stärker. Ja. Und ehrlich gesagt, jedes Mal wurde es eigentlich besser. Ja. Ja, meine waren immer lahm. Ja. Und ich finde es total gut. Die können das irgendwie. Ich glaube, es gab mal eine, wo ich nicht ganz happy mit war. Ja. Aber meine sind immer so, weiß nicht, so ein bisschen durchgeistigt oder so selbstironisch. Aber da klickt vermutlich nie einer drauf. Ja. Also, ich meine, die Headline in den Händen der Unsterblichkeitsindustrie. Ich fand das großartig, ja. Ich fand das so irgendwie philosophisch. Aber die Headline, sie wollen Geld vererben, bloß nicht mit einer deutschen Familienstiftung. Dann weiß der Leser, was da drin ist. Und er hat Bock, da drauf zu klicken, weil Erben findet er spannend. Er möchte gucken, was da schief geht. Ja, also meine Headlines würden nicht funktionieren. Und insofern, glaube ich, muss man das Spiel mitspielen. Wichtig ist hinten der Content. Und da finde ich schon, dass in der Summe, es gibt ja sozusagen neben dem von mir gerade eben kritisierten, sagen wir es mal, Generation Neobroker und Zocker, gibt es ja auch diese Generation ETF. Also die jüngere Generation, 20 bis 30, die ist ja finanziell viel, viel besser mittlerweile aufgeklärt als vor 10, 15 Jahren. Und das liegt auch an der Finfluencer-Szene. Okay, also dann, ja, das ist schon mal ein ganz positives Bild, was du zeichnest. Lass uns mal rübergehen zu einem anderen Themenkomplex, nämlich sozusagen so ein bisschen hochtrabend habe ich das hier als Psychologie des Geldes mir notiert. Und es heißt ja ganz oft, Niki, dass man ganz rational an seine Geldanlage rangehen soll. Aber gleichzeitig ist Geld so ein hochemotionales Gut. Also, das ist ja eine Paradoxie in sich. Naja, super, Ja. ne? Also, Geht so. ja, ich finde es nach wie vor etwas, was mich jeden Tag fasziniert. Ja, dass ich einerseits beim Geld dieses Zahlen, Daten, Fakten habe und wenn ich mir dann, weiß ich nicht, so Farmer French Drei-Faktor-Model anschaue und da sind am Ende nur noch Buchstaben, so lange Formeln und dann habe ich irgendwelche erwarteten Renditen. Und jedem Menschen, den man teilweise, also die meisten Menschen, denen man die rationale Seite von der Kapitalanlage erklärt, der nickt mit dem Kopf und sagt, alles super, alles super, alles super. Und dann sind wir lebende Menschen und in der Situation tun wir genau das Gegenteil. Ne? Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also eins natürlich, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und keine Excel-Spreadsheets mit Beinen. Und wenn ich nicht quasi autistische Persönlichkeitszüge habe, dann werde ich diese Emotionen nie aus
schließen können. Das Zweite ist, dass diese Emotionalität gerade beim Thema Geld massiv zuschlägt. Warum? Weil Geld ja sowas Ähnliches ist wie ein kondensierter zukünftiger Lebensqualität. Oder nehmen wir es mal Wintervorrat. Also, wir stammen alle von Menschen ab, die Wintervorräte angelegt haben. Warum? Die anderen haben sich nicht fortgepflanzt. Ja? Und wir stammen alle von Leuten an, die mit diesem Wintervorrat extrem vorsichtig waren. Und wenn jetzt das Geld, also was später in frostigeren Zeiten unseren Lebensstandard auch unter Gefahr ist, zum Beispiel, dann läuft im Inneren von uns, ich schätze mal, das ist eher auf dem DNA-Strang als im kulturellen Gedächtnis, im Film ab, dass die Scheune in der Scheune die Mäuse sind oder die Ernte auf den Feldern verschimmelt. Und das Interessante ist, dass das sind genau solche Hard Facts wie das Drei-Faktor-Modell oder wie ein Asset Pricing Model, ja. Und trotzdem im Dialog mit dem Anleger wischt es fast jeder vom Tisch. Ja, natürlich weiß ich. Ich sehe schon die Kommentare jetzt auch hier wieder. Ja, Emotionalität bei Anlage, das weiß ich doch. Das, was für Anfänger, habe ich alles längst kapiert. Das Lustige ist, meine Erfahrung ist die, die sagen: Ach, Herr Braun, ich bin ja froh, dass ich Sie habe. Ich reagiere mal so emotional, wenn der Markt so schwankt. Die haben im Regelfall Nerven wie Strahlseile und bräuchten mich gar nicht. Und die, die sagen: Lassen Sie mir doch meinen Ruhm mit dem Quatsch. Das sind vermutlich die Ersten, die es aus der Kurve haut. Also da, das ist auch so ein blinder Fleck. Und deshalb finde ich das. Also jetzt rede ich einfach nur mal vom Thema Marktkrisen. Diese Emotionalität geht ja in Familiengeschichten, findet man das ja auch. Ja. Also Patriarchen, die ihre Familie mit dem Geld regieren. Menschen, die unglaublich Angst vor ihrem Vermögen haben, die im Kriegszustand, die erben das und stehen, leben im Kriegszustand damit. Wie kommt es dazu, dass ein Umstand, der bei den einen sinnlose Verschwendung, beim anderen Großzügigkeit heißt. Und beide Personen sind der Meinung, wenn sie dasselbe Phänomen bestreiten, dass sie völlig normal denken. Also, das ist auch wieder faszinierend, finde ich. Ich weiß, jetzt kommt eine ziemlich große Frage, eine ziemlich schwere Frage. Kann man Emotionen und Geld, gibt es da irgendwie einen Königsweg, eine Methode, eine Strategie, wie man das irgendwie so miteinander verbinden kann, dass es positiv, konstruktiv ist? Hast du da eine Idee? Ja, doch, würde ich sagen, weil ich würde sagen, das ist einmal bis zum gewissen Grad Kern meiner täglichen Arbeit. Ich habe auf einer Seite dieses Handwerkliche, ne? Da ist Geld, das wird jetzt irgendwie angelegt. Und das ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Ne? Das ist, und, aber die eigentlich spannende Frage ist eigentlich, der amerikanische Coach Carl Richards nennt das mal, wie kriege ich denn mein Geld in Linie mit meinen eigenen Werten? Sowohl die Art, wie ich es verdiene, als auch wie ich es wieder ausgebe, wie ich es investiere. Und ich glaube, der erste Punkt ist, sich zu überlegen, warum ist Geld eigentlich wichtig für mich, für mein Leben? Ja, also, und wenn man das Menschen fragt, dann gucken die immer so an. Ne? Früher habe ich mir gedacht, die Frage ist blöd. Dann habe ich gemerkt, die gucken einen so an, weil die Frage so gut ist. Und dann kriegt man meistens so eine Vokabel hingeworfen, so Sicherheit oder Freiheit. Und dann, okay, was heißt denn Sicherheit für dich? Und dann kriegt man völlig unterschiedliche Antworten. Ja. Ich möchte auch noch mit 85 zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Oder ja, ich liebe meinen Mann, aber wenn der, ich möchte nicht wegen dem Geld mit dem zusammenbleiben müssen. Wenn ich gehen möchte, möchte ich gehen. Oder mein Job, der langweilt mich zu Tode. Und wenn ich Geld hätte, könnte ich mich davon befreien. Also man kriegt, und dann fragt man, warum ist das wichtig für dich? Und dann kriegt man die nächste Antwort. Und die nächste und die nächste. Und wenn man diesen Kern mal gefunden hat, das ist nicht so ein reines sozusagen Händchenhalten-Thema, sondern das hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Art, wie ich Geld anlege. Ich versuche es mal, wenn ich verstanden habe, dass ich mein Geld brauche, weil ich dauerhaft meinen Lebensstandard aufrechterhalten möchte, weil ich für die Menschen, für die ich Verantwortung habe, da sein möchte, denen ihre Ausbildung finanzieren, weil ich eine Verantwortung vielleicht habe für meine Eltern, um denen später die Pflege zu bezahlen. Und dann bekomme ich eine Denke, Cashflow. Technisch, wann ist in meinem Leben genügend da für diese Dinge? Das ist eine vollkommen andere Denke als das, wie im Regelfall die Finanzindustrie tickt, die sagt, wie maximiere ich mein Kapital in Zeitpunkt X? Also die Denke der klassischen Finanzberatung ist sehr häufig Maximierung des Endvermögens. Das bedeutet aber, dass ich häufig bereit bin, deutlich überhöhte Risiken einzugehen, um überspitzt zu sagen, möglichst reich zu sterben. Also ein maximales Endvermögen heißt, wenn ich tot bin, bin ich am reichsten.
sage ich, der Moment, wo ich es gar nicht wirklich mehr brauche. Ne? Und das heißt, dass wir versuchen, oder ich versuche, wenn Menschen einmal verstanden haben, dass das Geld dafür da ist, ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten und ihren Lebensentwurf zu unterstützen, dass es nicht Sinn macht, zum Beispiel der Wasserstoffaktie oder dem Cannabis-ETF oder dem Zock beim Neobroker hinterher zu rennen oder nochmal mit Bitcoin ein bisschen rumzuzocken. Kann alles toll funktionieren. Aber die Stoßrichtung sollte eine andere sein. Muss auch sagen, liegt ein bisschen an unserem Klientel. Ne? Unser Klientel, würde ich sagen, im Regelfall, die haben das Spiel gewonnen und die können die Chips vom Tisch nehmen. Und da gibt es keinen Sinn, weiter zu spielen. Das mag in einem anderen Teilen vielleicht mehr Druck dahinter zu sein, zu sagen, oh, ich muss irgendwie mehr verdienen, ich muss mehr verdienen. Ja. Aber es funktioniert ja eh nicht. Dazu habe ich tatsächlich auch eine Frage formuliert, die stelle ich mal ganz kurz zurück, weil was ich ganz spannend finde, ist, wenn ich dich jetzt das fragen würde mit dem, warum ist dir Geld wichtig? Und wir würden das jetzt immer weiter bei dir treiben bis zum innersten Kern, zur wichtigsten Motivation, die bei dir dahinter steht. Was ist das denn? Also bei mir ist es einmal, dass ich möchte möglichst viel Zeit, und zwar irgendwie qualitativ sinnvolle Zeit, mit den Menschen verbringen, die ich gern habe und liebe. Also erstmal meine Kinder, meine Frau, meine Freunde. Und ich habe neulich wieder so einen wunderbaren Quote von Carl Richards, meinem Lieblingscoach, gelesen. Der hieß: Natürlich kann dir Geld keine Liebe kaufen, aber Zeit schon. Also, man kann aber Geld eigentlich in Zeit tauschen. Und wenn mir Geld ermöglicht, Zeit und gemeinsame Erlebnisse und gemeinsame Erinnerungen mit den Menschen, die ich gern habe, zu generieren, dann habe ich es, glaube ich, klug eingesetzt. Das ist so der eine Strang. Und das zweite ist dieses Thema mit der Autonomie. Also, gerade ich persönlich bin ein Mensch, der wahnsinnig schlecht in Hierarchien funktioniert oder funktioniert hat. Und dieses eigene Unternehmen und die damit verbundene finanzielle Freiheit, ja, die ermöglicht es mir eben nicht, mir von jemand anders sagen zu müssen, nach welchen Spielregeln ich mein Leben führe. Also du bist dafür bereit, ein Risiko einzugehen, finanzielles Risiko auch mit deiner Unternehmung, weil kann ja auch schief gehen, Kunden bleiben weg, Kunden sind unzufrieden, jetzt nur so rein Ja, auch hypothetisch. so ein ziemlich reelles Risiko, dass ein Geschäftsmodell nicht Dass ein funktioniert. Geschäftsmodell nicht funktioniert, ne? Also du bist aber bereit dafür, weil du weißt, ich funktioniere in einer Hierarchie nicht, also das heißt, du bist kein Konzerntyp, kein Political Animal, wie man neudeutsch wahrscheinlich sagen würde. Und deswegen bin ich bereit, auch ein finanzielles Risiko auch im Extremfall eine Pleite einzugehen, um halt das nicht machen zu müssen. Ja, und da muss man sagen, das ist genau wieder die Ebene, wo diese beiden übergeordneten Ziele, die ich mit Geld verbinde, sich eigentlich widersprechen. Das eine ist die Verantwortung für die Familie. Ja, also als ich damals aus der Großbank in die Honorarberatung gewechselt bin, war gerade meine Tochter geboren, wir hatten dann drei Kinder. Ich hätte dann irgendwie Regionalleiter werden sollen bei der Großbank. Auf einmal war ich bei einem Start-up für 40% weniger Geld mit einem Unternehmen, was keine wenig Kunden hatte, keine vernünftige IT-Infrastruktur. Ich kann mich noch erinnern, wie das Fax kam. Wir haben jetzt endlich eine Online-Anbindung an Xetra. Wir müssen die Order der Kunden nicht mehr per Fax schicken. Und 10 Jahre später, als ich dann ja wirklich sehr, sehr gutes Angestelltenverhältnis hatte und vier Kinder, habe ich nochmal gekündigt, um ein eigenes Business aufzubauen. Und da war ich tatsächlich auch bereit, die Verantwortung, die ich da für andere habe, da ein Risiko einzugehen. Ja, also rückblickend, alles gut gegangen. Und ich muss sagen, mein Sozius, der Stefan, der ist ja noch verrückter gewesen. Ne? Also der hatte irgendwie gerade drei Kinder. Das Kleinste war, glaube ich, also mehr oder minder gerade geboren. Zwei, eins oder zwei. Und eine riesen Baufinanzierung an der Backe. Und ja, wenn es nicht diesen Wunsch nach Selbstbestimmung gegeben hätte, das war primär kein erstmal finanzielles Motiv, sondern es war, dass das jetzt finanziell gut gegangen ist, ist trotzdem ganz angenehm. Ich komme nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, dass deine Kunden haben das Spiel gewonnen. Also quasi, die sind aus dem Sieger, als Sieger von, ja, aus dem, ich sage jetzt einfach mal, Marktwirtschaftsgame sozusagen rausgekommen. Und ist das so, dass wenn du
Wenn du das geschafft hast, einen substanziellen Wohlstand aufzubauen, also deine Kunden sind in der Regel ja schon siebenstellig. Und ist das so, dass du dann konservativer wirst in Gelddingen, wenn du sowas hast? Nö, nicht zwangsläufig. Nee? Und es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wo wir diese Leute abholen. Also so ein klassischer Case, den wir letztes Jahr mal hatten, war relativ junger Unternehmer, Ende 30, Anfang 40, Exit, jede Menge Geld da, also auch mehr, als er braucht, gerade bei seinem Lebensstil. Und auf einmal hatte der mehr Stress mit Geld als in der Zeit, wo die Firma zwar kurz vor der Pleite war. Dann kommen dann diese handgeschriebenen Briefe mit der Privatbanken und er hatte das Gefühl, hier muss ich was investieren, da muss ich was investieren, da verpasse ich was. Und er fing an, hat er eigentlich angefangen, so opportunistisch hier was, da was und es war alles so ein Kleintierzoo. Und der war eigentlich total risikobereit, weil der war ja Unternehmer und war gewohnt, hohe Risiken einzugehen. Was er erstmal nicht so ganz verstanden hatte, ist, dass er in seinem eigenen Unternehmen im Driver Seat war, dass er das Relais war zwischen dem hohen Risiko und der hohen Belohnung. Und am Kapitalmarkt. Findest du nicht, dass das so ist? Ja, sorry, Ja, entschuldige, also dass ich am unterbreche. Kapitalmarkt bin ich ja raus, ne? Ja, Ich ja. habe ja keinerlei Einfluss auf die Aktien, in die ich da investiere. In meinem eigenen Unternehmen habe ich zumindest eine Kontrollillusion. Rückblickend sagt jeder Unternehmer zu mir: Mein Gott, haben wir viel Dusel gehabt. Und wenn du mich fragst, unser Business, boah, haben wir viel Dusel gehabt. Hätte genauso gut schiefgehen können, wenn wir nicht am Anfang ein paar Mal Dusel gehabt hätten. Also ein berühmtes Fußballer-Zitat, bei uns umgekehrt: Erst hatten wir kein Pech und dann kam auch noch Glück dazu. Ne? Und Hast du Gold am Schuh? Hast du Gold am Schuh? ja, und da, also und da, nachdem die so das so gewohnt sind, hohe Risiken punktuell einzugehen, erstmal zu erklären, da bist du aber raus aus der Nummer, da kannst du gar nichts mehr steuern, du musst gar nicht mehr diese Risiken eingehen. Also Zitat, eines der Lieblingszitate eben von Gerd Kommer, you won the game, stop playing. Und nimm doch erstmal so viele Chips vom Tisch, dass du safe bist. Und meine Erfahrung ist, wenn wir den Job da gut machen und hinterfragen, ja, wie willst du eigentlich leben, was ist deine weitere Planung, mit Familie, für wen hast du Verantwortung, was darf auf keinen Fall passieren? Und man modelliert mal, wie lange reicht denn das Geld unter welchen Annahmen, wenn wir lauter pessimistische Annahmen nehmen, dann ändert sich die Betrachtungsweise von Zeitpunkt X mit Summe Y möglichst viele verdienen zu, wie kriege ich den Stress aus der Sache raus, wie nehme ich so viele Risiken raus, wie es geht. Und wie kann ich dann aber die Risiken, die ich am Kapitalmarkt eingehen muss? Kapitalmarkt ist ja auch mit einer rationalen Strategie ekelhaft genug. Wie kann ich die dann nachher ertragen? Und schon haben wir eine tolle Ja, Headline. Der ja. Kapitalmarkt ist eine ganz eklige Und Angelegenheit. der Kapitalmarkt ist auch mit einer rationalen Strategie ekelhaft genug. Ja. Ja, wird ein bisschen Ja, lang, wenn ich genau. wissen. Ich hatte neulich Dr. Rainer Ziedelmann hier zu Ja. Gast. Das ist witzigerweise auch ein ganz enger Freund, glaube ich, von Gerd Kommer. Wobei die vom Typus total unterschiedlich sind. Also hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so erwartet. Aber zurück zu Herrn Ziedelmann. Der vertritt nämlich die These, dass finanzieller Wohlstand unabdingbar ist, um ein gelungenes Leben zu führen. Teilst du diese These? Nein. Ja, okay. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was wichtig ist, um ein gelungenes Leben zu führen, sind funktionierende, solide, belastbare soziale Beziehungen. Aha. Ja, also ein Netz an verlässlichen sozialen Beziehungen bringt mir in einer Krisensituation im Notfall auch viel mehr Sicherheit als Reichtum oder Wohlstand. Also bei Was mache ich denn, wenn ich 30 Millionen habe und ich habe einen Burnout und keine Freunde? Da bin ich aber lieber irgendwie in der Privatinsolvenz und meine alten Kumpel laden mich ab und zu einem Bier ein und meine Frau hält meinen Rücken frei und meine Kinder mögen mich immer noch. Also das glaube ich, man kann schon ein gutes Leben führen, auch ohne Wohlstand. Ich glaube trotzdem, dass für ein gelungenes Leben und ein Leben in einem guten inneren Gleichgewicht, das, wie du es nennst, gut mit Geld zu sein, wichtig ist. Das kann auf einem niedrigen Niveau stattfinden. Ne? Das kann ja kleines Gehalt, kontrollierte Cashflows, alles irgendwie unter Kontrolle, keine Geldsorgen. Auch damit kann man ein wunderbares Leben führen, glaube ich. Ich persönlich muss sagen, mir macht es natürlich mit mehr Geld schon auch mehr Spaß.
Also ich bin dem Konsum und den Freuden überhaupt nicht abgeneigt. Aber in der Klarheit, glaube ich, ist es einfach falsch, die Aussage. Du hast vorhin schon ganz kurz deine Kinder erwähnt und lass uns mal über dieses Thema Gelderziehung sprechen, weil, um jetzt wieder die Finfluencer zu bemühen, das heißt ja ganz oft, ja, also schon auch den ersten ETF-Sparplan, ich habe auch schon Videos dazu gemacht, wenn das Kind da ist, dann ETF-Sparplan einrichten und so weiter. Aber ich glaube, dass das halt mit Sicherheit nicht reicht, sondern dass man ja auch, dass das zu einer Kindererziehung auch mit dazugehört, irgendwie ein Verhältnis zu Geld herzustellen. Und da ist halt mal so meine Frage, also was würdest du sagen, ist wichtig, Kindern mitzugeben in puncto Geld? Ja, das ist wirklich eine wahnsinnig gute und leider auch irrsinnig schwere Frage, weil dieses ganze Feld, glaube ich, ganz miserabel beackert ist. Also da gibt es aus meiner Sicht, zumindest habe ich bisher nicht gesehen, keine vernünftige Literatur dazu. Das kocht jede Familie eben auf ihrem eigenen Niveau. Und was die meisten Menschen ihren Kindern mit Geld mitgeben, ist faktisch, ja, fast nonverbale Kommunikation. Es wird über Geld nicht geredet. Das heißt, die sehen da was, die schnappen mal einen Satz auf wie Geld ist schmutzig oder über Geld spricht man nicht, muss man haben oder die lernen dann sozusagen am Modell. Und das finde ich echt, also ich finde das extrem schwierig. Wir versuchen ja auch Mandanten zu beraten, wann ist denn der richtige Moment, Geld an die nächste Generation weiterzugeben? Ja, es gibt ja häufig so ein Denken, wie kriege ich damit die Steuer optimiert? Wie kriege ich den staatlichen Einfluss raus? Wie kann ich selber noch die Kontrolle drüber behalten? Und eigentlich am Ende, wie schütze ich mein Vermögen? Ich finde die spannendere Frage eigentlich, wie schütze ich meine Kinder? Also, ich persönlich sehe Mandanten, die ihren Kindern relativ früh relativ viel Geld geben. Und wo das im Regelfall auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich selber hätte wahnsinnig Angst davor. Also ich muss sagen, Geld ist eine unglaubliche Kraft. Und die kann auch für einen jungen Menschen sehr, sehr belastend sein. Also ich habe einen Mandanten, der mit sehr, sehr jungen Jahren sehr, sehr viel geerbt hat. Und ja, jetzt arbeiten wir 10 Jahre zusammen. Mittlerweile ist er jetzt dann auch 27 und versucht seine eigenen Spielregeln im Umgang mit diesem Geld zu finden. Aber das ist auch eine irre Belastung. Da springt einem jetzt 99% der normalen Menschen ins Gesicht, wenn man sagt, ich wünsche meinem ärgsten Feind nicht mit 17 Jahren 17 Millionen zu erben. Aber das ist nicht schön. Das kann einem ganz viel wegnehmen. Und ja, auch bei meiner eigenen Versuch, meine Kinder im Umgang mit Geld irgendwie zu erziehen oder mit denen drüber zu reden, weiß auch nicht, ob wir wirklich gut darin sind, ne? Klar, habe sie versucht zu manipulieren, möglichst früh ETFs zu kaufen, liegen zu lassen, nicht rumzuzocken. Meinen Kleinsten habe ich da eigentlich am besten indoktriniert, sehr früh. Wie gesagt, wir sagen immer, wir kaufen alle Firmen der Welt. Und also halt ein MSCI Das und fand er Country World toll. ETF. Das finde ich ja super. Und nachdem ja irgendwie Apple einen Anteil am weltweiten Market Share, glaube ich, von annähernd 4% hat, weiß er jetzt, hat irgendwie 25 Euro gehört ihm an Papas iPhone. Das findet er toll. Meine großen Kinder kritisieren mich dafür, dass ich den Kleinen manipuliere. Die habe ich alle auch. Aber auf der Ebene ist ein bisschen gelungen. Aber ich glaube, was mir gelungen ist, oder hoffe gelungen ist, dass die wissen, dass man Geld dafür nutzt, irgendwie es sinnvoll auszugeben und damit, ja, gute gemeinsame Erlebnisse mit ihren Freunden, mit ihren Freundinnen und so weiter zu haben. Das ist nochmal so ein Punkt. Also ist das wichtiger, dass man so einen pragmatischen Umgang mit Geld anregt? Also quasi, hey, hier hast du jetzt 10 Euro und dann sieh mal zu, dass du damit jetzt auch über die Woche zurechtkommst oder über den Monat, wie auch immer. Teil dir das gut ein. Oder ist das eher, dass man auf der Metaebene was mitgibt? Hey, schau mal, wenn du Geld hast, dann hast du auch eine Freiheit, was damit zu tun. Du könntest zum Beispiel selber was aufbauen damit. Oder du kannst versuchen, das Geld so anzulegen, dass du sogar ein bisschen mehr Geld daraus machst. Oder du kannst dich halt an Papas iPhone irgendwie indirekt mit beteiligen und so. Also was ist da,
Oder gehört das zusammen, Metaebene und pragmatischer Umgang? Ich glaube schon. Ja? Es gehört irgendwie zusammen. Und ich finde, was man eben auch, oder ich versucht habe, immer mitzugeben, und da konnten sich, glaube ich, die Kinder sehr gut an uns orientieren, wie wir leben, ist, neben einer gewissen Akkumulation von Geld im Sinne von Kampfkasse, Rückhalt, macht es auch Sinn, das Geld auszugeben. Also es ist nicht nur zu horten. Ich hatte ja mal eine, auch so eine Kolumne eben auf Spiegel Online geschrieben, was mache ich denn, wenn ich nach dem Studium 5.000 Euro über habe? Und dann gibt es da sozusagen den Rat der Eltern, oh, du weißt nicht, ob die Zeiten schlecht werden, tu es auf die hohe Kante, bloß kein Risikosparbuch. Gaga. Ne? Dann gibt es den Vermögensverwaltungsansatz oder Verwalteransatz, ja, kauf dir MSCI World All Country ETF oder irgendwas ähnliches, S&P 500 ETF, lass es liegen und wenn du 60 bist, hast du statt 5.000 Euro 30.000 Euro, selbst inflationsadjustiert. Den Rat, den ich gegeben habe, gibt es aus. Ist das die wichtigste Lektion über Geld? An der Stelle schon, glaube ich, weil Ja. ich bin jetzt, mir ist klar, 90% aller Studenten haben am Ende ihres Studiums kein Geld über, sondern eher Schulden. Vielleicht Ja. fürs BAföG. Das Ja. nicht. Aber für die 10%, die sie über haben, und das sind nicht nur die, die es von Mama und Papa hinten reingesch, Entschuldigung, sondern es gibt auch die, die einfach nicht mehr gejobbt haben, die gespart haben, wie auch immer. Du hast jetzt keine Verantwortung für eine Familie. Du hast noch keinen Job und du bist noch in keiner Tretmühle drin. Du bist hochqualifiziert, der Arbeitsmarkt da draußen braucht dich. Du wirst einen Job finden. 5.000 Euro werden dir nie wieder so weit helfen. Du kannst damit ein halbes Jahr, 9 Monate Urlaub machen, fahren nach Südamerika, Südostasien. Du kannst dann 1 Euro so weit ausweiten. Ja? Und das, was du da mitnimmst, macht dich nachher auch finanziell erfolgreicher. Ja. Du hast viel gesehen, du bist flexibler im Kopf. Und wenn dein Arbeitgeber sagt, hey, du hast nach deinem Studium erstmal ein halbes Jahr Urlaub gemacht, rumgesandelt, die Gen Z, die möchten alle nicht mehr arbeiten, dann sag ihm, na dann eben, such dir jemand anders. Ein normaler Arbeitgeber oder ein kluger Arbeitgeber wird sagen, hey, der Typ ist irgendwie cool. Ja? Der geht raus aus seiner Komfortzone, der traut sich was. Also investier das Geld in Lebenserfahrung Genau. sozusagen, weil Ja, das also, bringt dich sowieso weiter, dann auch irgendwann ökonomisch. genau. Das sollte man, also ist immer die Frage, wie kriege ich das alles irgendwie ins Bad, in Balance, ne? Es gibt dieses wunderbare Buch, irgendwie Die with Zero, der denselben Case aufmacht und sagt, naja, sein Kumpel hat dann irgendwie einen Kredit aufgenommen und er ist erst mal ein halbes Jahr durch Europa gefahren und ist dann wiedergekommen nach New York mit Schulden. Und selbst der hatte nach der Ansicht dieses Autos alles richtig gemacht. Das finde ich dann schon echt sportlich. Ich komme jetzt schon zu meiner Abschlussfrage. Das ist wieder so ein bisschen Selbstkritik oder vielleicht so zumindest ein Ansatzpunkt. Würde ich gerne mit dir diskutieren, was du dazu sagst. Und zwar merke ich bei mir zum Beispiel, dass auch in puncto Geldanlage ich zum Teil mein Geld auch so einsetze, also weil ich auch merke, dass ich gerne recht habe. Und das spiegelt sich bei mir auch in der Geldanlage wieder. Also ja, es gibt diesen Spieltrieb irgendwie, ja, es gibt dieses, ich schaue da ganz genau rein, aber ich mag es halt irgendwie auch recht zu haben und tatsächlich ist halt meine Erfahrung, dass ich mich da irgendwie so, ja, also ich sag mal zumindest in 7 bis 8 von 10 Fällen dann auch darauf verlassen kann, irgendwie so, dass ich recht habe. Würdest du sagen, das hat auch schon irgendwie was Toxisches? Möchte jetzt nicht zu tief bohren, ich darf nicht zu nahe treten, Nee, hau raus, weil wirklich. die Quote der Erfolgserlebnisse, der gefühlten Erfolgserlebnisse, macht man häufig höher als die reale Quote. Okay, also Also da. am besten läuft mit Abstand, und das habe ich eigentlich schon in den späten 90er Jahren am eigenen Leib und auch im Dialog mit meinem damals relativ wild vor sich hinzockenden Bruder gemerkt, am besten läuft das Hättich-Depot. Also das, was man fast investiert hätte. Und umgekehrt heißt es ja, eine Börse ist nicht so teuer wie eine feste Meinung. Ne? ich bin natürlich auch manche Leute überhaupt nicht, wie ein großer Rechthaber. Ich versuche dann eben auf einer anderen Ebene Recht zu haben. Ja. Aber ich finde es auch nicht komplett verwerflich, mit einem Teil seines Geldes aktive Investmententscheidungen zu fällen, wenn einem das Freude macht, wenn man Interesse dafür hat.
Wenn man nicht ganz vergisst, dass wenn es gut läuft, es im Regelfall Glück war und wenn es schlecht läuft, eher die Statistik zugeschlagen hat und nicht umgekehrt, das eine war Pech und das andere war Können. Warum soll man das nicht machen? Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich nicht meine einzige Motivation, aber das ist, glaube ich, so eine Facette, die ich bei mir auch festgestellt habe, die vielleicht eher so ein bisschen, sagen, also dunkleren Charakter hat, so in Anführungszeichen. Es gibt jetzt auch auf anderen Ebenen. Also ich war gerade gestern Mittagessen mit einem Studenten, den ich kenne ihn seitdem, der war noch im Bauch bei seiner Mama. Super kluger Typ. Und die sind in so einem Wettbewerb von dieser Gesellschaft, diese Zertifizierung, Certified Financial Analyst, Ah ja. rausgehen. Sind jetzt irgendwie, glaube ich, von 2000 noch unter den letzten sechs oder sieben, weil ihre Aktienanalysen so brillant waren. Wir haben gesagt, wir haben uns am Anfang einmal bei der Aktienanalyse für Sell entschieden. Und seitdem suchen wir nur noch nach Bestätigung für Sell, nur noch Confirmation Bias. Okay. Bang, 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 bang. Also auch das ist so ein Recht haben wollen, ja? Ja. Also dieses. Und am schönsten ist das natürlich bei meinem Lieblingsfreund, den Crash-Propheten, die ja auch dann teilweise das Ansteigen des Marktes als Bestätigung sehen dafür, wie kaputt das System ist, dass es das Gegenteil tut von dem, was sie nachweislich richtig analysiert haben. Ne? Also man kann sich da immer tiefer einigen ins Recht haben. Ja. Ich persönlich habe es mir bezüglich auf den Kapitalmarkt komplett abgewöhnt. Also das letzte Mal, wo ich eine Meinung hatte, das war während Covid. Da war ich der Meinung, das dauert alles viel, viel, viel länger. Habe mich dann damals mit meinem Sozius unterhalten, was meinst du? Boah, das wird jetzt echt fies für eine lange Zeit. Wir haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob wir diese Meinung zu Teil unserer Empfehlung machen. Nee, wir können keine Verantwortung für Mandanten übernehmen, basierend auf unserer Meinung. Jetzt sind wir, also, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Der von der Technik nebenan weiß es auch nicht. Jetzt sind wir schon drei, was machen wir jetzt damit? Also, auf der Basis kann ich keine Entscheidung fällen. Niki, das war ein gutes Schlusswort. Schön, dass du da warst. Ja, danke. Immer gerne. Und weiter viel, viel Erfolg mit deinem großartigen Kanal. Ja, Dankeschön. Ja. So, das war mein Gespräch mit Dr. Nikolaus Braun, also ein sehr spannender Gesprächspartner. Finde ich sehr, sehr anregend, die Unterhaltung mit ihm und insbesondere auch die Perspektive, mal nicht nur Zahlen und datengetrieben, faktengetrieben sozusagen, ganz rational auf das Thema Geld zu schauen oder auch die Geldanlage, sondern halt da wirklich mit einzubeziehen, hey, wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut, wir sind komplexe Wesen, wir sind zum Teil widersprüchliche Wesen und insofern haben wir natürlich auch immer möglicherweise auch eine komplexe und widersprüchliche Beziehung zum Thema Geld. Und diese Frage möchte ich an euch rausgeben, ja? Also einerseits, was glaubt ihr, was habt ihr für eine Beziehung zum Thema Geld? Wie würdet ihr das Ganze beschreiben und charakterisieren? Ja, also nehmt euch da ruhig mal ein, zwei Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Ich bin sehr gespannt auf alles, was da kommt. Und natürlich, was war die wichtigste Lektion zum Thema Geld, die ihr persönlich gelernt habt? Ja, das würde mich ebenfalls interessieren. Rein damit in die Kommentarspalte. Ich werde alles auf jeden Fall lesen und ja, versuchen, das Ganze also auch letztendlich dann diskursiv mit zu begleiten. Also quasi da auch meine eigenen Gedanken noch mit euch zu teilen und kundzutun. Ja, ist versprochen, ist Ehrensache. Ansonsten erinnere ich euch nochmal an die Verlosung von diesem Buch hier von Dr. Nikolaus Braun. Und davon habe ich zwei Exemplare bekommen. Die werde ich verlosen. Hashtag 49 in die Kommentarspalte unter diesem Video schreiben. Dann seid ihr mit drin im Lostopf. Teilnehmen könnt ihr bis zum Sonntag, den 21.04. um 23:59 Uhr. Ich werde die Gewinner benachrichtigen in der Kommentarspalte. Ich werde euch anschreiben. Und der Rechtsweg, der ist natürlich ausgeschlossen. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Glück. Beteiligt euch rege an der Verlosung. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Timo.